Jo Leute, hier geht's direkt wieder weiter. Denn ich stehe hier, ich bin so cool. Du kannst nichts. Oh, lecker. Gar nicht blutig. Überhaupt nicht. Boah, bin ich cool. Er müsste nur abdrücken und ich wäre Geschichte. Komm, bleib mal etwas real. Ach, das ist dein Meer. Gott, jetzt. Did you find Yuri? We found him. We found him, but wait, get over here. Hurry. Wait. Meow. No. Did you find Yuri? That's where I'm headed. You better hurry. What about you? His father is the one who... After a little digging around, some more things came to light. You were right. Ivan was just being used by Malik. I see. Reinforcements will be coming soon. Come with me. No. I'll stay here and buy you some time. That's why Bandero is so pissed off. Your harmonizer is wearing out, though. There's a chance it no longer has the same functionality. Yuri found that out after joining Nevik. Schön. Das war ja auch ein bisschen lang im Eis. Ich würde vorher alleine ziehen, Mädel. Oh, sie ist cool, so cool. Wieso hat sie sich nicht ein VS geschnappt? Sie liegt noch am Boden. Ja, und kann mit letzter Kraft den Knopf drücken. Der ist ja schon fast erfroren. Too late to protect me.
Yeah, jetzt habe ich das fette Viech. Can you do it? Was will er jetzt mit dem kleinen Teil anfangen? Wayne! I heard the talk. With Basil. Please. Just be careful. Oh. I don't want to lose anyone else. Come back to me. Und dam 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 dam. Und verliere ich mein Gedächtnis mal wieder. Wer weiß. Schön. Ja, ich darf halt kämpfen, kloppen, kloppen, kämpfen, kämpfen, kloppen, kloppen, kämpfen. Hä? Was hat das jetzt alles gebracht? Aha, ich werf ihn Schmitzkatz. Nur weil ich so ein Plättchen drauf habe. Genau. Ich fliege. Noch besser. I'm a super Saiyan. Oh, Alter, übertreib's nicht. Als ob das von einem kleinen Plättchen kommt. Boah, schneller geht's ja gar nicht. Drücke erneut, um nicht mehr aufzusteigen. Angreifen ist Klinge, denn ich spiele hier mit Dingens. Abwärts. Ein Laservulkan, eine Klinge, ja, okay. So ist also hoch. Miau. Und oben. Boah, anstrengend. Oh, meine Maus ist wieder drin. Brumm, 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 brumm. Der sieht ja auch echt komisch aus von ihm. Fast getroffen. This time, I'm the real deal.
statt ihn jetzt einfach zu erschießen. Es gab jetzt keinen epischen Kampf, ne? Oh ja, er hat auch Laserschwerter. Logisch. Komme ich wieder runter eigentlich? Würde mich jetzt mal ernsthaft interessieren, wie komme ich wieder runter? Also. Das ist ein Fendekampfangriff. Dass mir die ganze Steuerung ankommt, ist voll kompliziert. Irgendwie hat der ein Schild drauf, das gefällt mir nicht. Hier habe ich so das Gefühl, als ob ich jetzt diesen beschissenen Turm irgendwie zerstören müsste, aber ich glaube nicht, dass der kaputt geht. Irgendwie macht der nichts. Irgendwie kriege ich auch dem Gegner irgendwie keinen einzigen kritischen Schaden zugefügt. Oh, die Steuerung, ey. Boah, ist das schlimm am PC, ey. Wo ist mein Game Controller? Anders sehe ich jetzt erstmal keinen Sinn drin. Jetzt müssen wir noch die Steuerung finden zum Schießen. Da. Aha, ich sehe schon. Ich muss hier irgendwas am Turm zerstören. Erstmal ein bisschen nach unten. Aber ich scheine jetzt ganz unten zu sein dann. Ich weiß gar nicht, muss ich den Turm zerstören? Scheinbar doch nicht. Wo ist denn der Wichser? Gefunden. Ah, so wird also runter. Perfekt. Langsam kommt die Steuerung rein. Hadouken! Das ist ein ganz schöner thermal-energielastiger Kram.
alles sein? Immer nur wieder der gleiche Müll. Ich habe mir langsam aber etwas lang. Ich habe erstmal Fun, ich kümmere mich erstmal um diesen beschissenen Turm. Ey, komm, hoch. Oh meine Energie geht hier drin echt schnell flöten. Ja, ich habe gleich keine Thermalenergie mehr. Ich weiß, sonst macht so viel Spaß, diesen Turm kaputt zu machen. Hey, der Turm bewegt sich nicht mehr, aber es bringt trotzdem nichts. Denn ich habe keine Thermalenergie mehr. Irgendwie Leben? Ich verliere trotzdem kein Leben, ist ja lol. Au. Au, aber ich finde viel mehr Schaden. Komm, kill mich. Kann ich das gleich nochmal richtig probieren? Komm, Junge, ist das so schwer, mich jetzt zu töten? Danke. Whee, ich fliege. Ja, Mission geschafft, ich weiß. Wiederholen. Rumfliegen. Kein Damage, das ist unfair. Haha, jetzt. Jetzt auch. Das wird noch ein langes Kämpfchen. Ihm irgendwie mal das Schild down kriegen.
Guck mal, ich mach meinen meinen Laserangriff ununterbrochen. Der nimmt echt keinen Schaden davon. Au. Das ist unfair. Ich will auch so ein Schild. Vielleicht nur durch diese zwei Angriffe. Ja. Ey. Leute, das ist doch unfair. Ey, die vorigen Missionen waren schön, aber jetzt ist es irgendwie voll mies geworden. Beschissen mies, um genau zu sein. Hier, ich schieße wie wild drauf. Das Einzige, was kommt, ist ein Schild. Falls überhaupt was kommt. Boom, hier voll aufgeladen, macht so viel Damage. Ja, boom, ich werde getroffen. Guck dich mal an, wie viel Leben ich verloren habe. Oh, ich bin am untersten Punkt. Ja, Junge, komm mir nicht mit deiner Gefahr, ich bin doch eh gleich wieder tot. Wie langsam der Gegner Leben verliert, das ist krank. Schön, wenn das Feld begrenzt ist. Kann man immer so toll ausweichen. Jetzt hat der Wichser sich zwei von den Dingern geholt und ich bin tot. Schön. Die Mission macht so viel Spaß. Das kann ich euch sagen, die ist total spaßig. Er hat auch gar kein Schild, das er, mit dem er sich ununterbrochen schützen kann. Nein. Der nimmt doch so viel Schaden. Guckt euch das an. Oh mein Gott, davon muss ich nicht noch bestimmt 100 draufklatschen. Boah, guck mal, er hat mich dreimal angeschossen. Guck mal, ich hau unterbrochen drauf. Er blockt alles ab. Boah, ich bin schon wieder am Map-Ende, ey. Ficken. Langsam finde ich das echt unfair mit diesem Schild. Kann ich diese Kanone nicht zerstören? Ich will die Kanone abknallen, nicht dich. Nö, ich kann die echt nicht abknallen. Lol. Cool, hier ist Map-Ende. Gehen wir mal oben bis zum Ende. Okay, oben angekommen. Mach ich den so. Meiner weicht zwar alles aus. Und so treffe ich ja mal. Wo ist denn der? Kein Bock mehr. So, mal etwas hintergeflogen. Da ist er.
gar nicht getroffen. Ist ja schön. Yay, mal getroffen. Sorry Leute, wenn es eigentlich gerade echt langweilig ist. Glaubt mir, für mich ist es nicht viel interessanter. Von nur hinzudrehen, einen Angriff zu schießen, weiter zu fliegen, einen Angriff zu schießen. Mal guck mal, wie schön ich den Daumen geklopft habe. Gar nicht. Ich hatte immer auch ein bisschen wenig mehr. Bis jetzt auch schon. Zwar ein bisschen Film wechseln. Und Schienemü. So interessant, ey. Alter, da war der Kampf davor ja noch besser, ey. Zwei Geschütze haben, die für mich schießen. Das ist noch, das ist erst die vorletzte Mission. Ey, wie, da kommt gleich noch eine 12. hinterher, die noch langweiliger ist. Bestimmt ist das noch dann den Turm zerstören, was? Auf einer Welt zu sein geht der. Der hat jetzt auch ein paar. Oh fuck, wir sind am höchsten Punkt. Ja dann. Jim. Au. Wenn ich ihm gegenüberstehe, bin ich definitiv im Nachteil. Na dann. Tschüss. Das wird jetzt knapp. Vielleicht keine thermale Energie mehr. Treffe ich den irgendwie auch nicht mehr.
Ne, treffen wirklich nicht mehr. Oh fuck! Erschreck mich doch nicht so! Wo bist du? Sehe ich gerade nicht auf dem Radar, ich glaube vorne, ne? Da unten. Ein bisschen zu weit weg. Da. Oh fuck. Immer wenn ich runterkommen will, kommt der hoch. Angriff. Komm, Shine! I said Shine! Oh, Shinenso! Der will nicht sterben! Ficken, jetzt stirb endlich! Ja, ein Schild. Kriegst dein letztes Leben nicht down. Oh fuck. Kein Scheiß, Leute, der hat ein Schild drauf. Könnt ihr euch ja gerne mal angucken, wenn ich drauf knall. Okay, mein Angriff geht jetzt gerade nicht so weit, aber ich tippe mal darauf, dass ich den Turm zerstören muss. Genau das probiere ich jetzt. Erstmal versuche ich den Turm einfach anzuhalten, indem ich die gelben Dinger zerstöre. Wenn ich es dann hinkriege, wo ist er? Irgendwo unten oder auf der anderen Seite, hoffe ich. Dann ist alles gut. Ja, ich sehe noch ein Minimap da hinten da. Fuck! Geh doch einfach sterben, Kumpel! Das ist so schwer. Irgendwie schieße ich ein bisschen zu hoch. Viel zu hoch. Zack. Oh shit. Er ist in der Nähe von mir. Unter mir. Neben mir. Beides. Alles. Gegenüber. Gehst du jetzt mal kaputt? Ich will nur kaputt gehen, Kumpel. Danke. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Na! Er ist zu weit weg. Ne, er hat immer noch ein Schild. Keine Ahnung warum. Irgendwas muss dieser Turm ja von der Bedeutung haben. Schießt er durch den Turm auf den anderen drauf. Wer will's?
Oh, fuck, 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 fuck. Verschwinde, 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 verschwinde. Hopp, 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 hopp. Wenn ich ja mal wüsste, was ich machen sollte, wäre es ja noch mal vorteilhaft. Aber ich krieg ihn ja nicht kaputt. Oh, holy fuck. Schön, dass er immer ein bisschen die Seiten gewechselt hat. Ich jetzt gerne morgen die andere Seite kümmern, aber das ist der Arsch. Versuche jetzt einfach erstmal den ersten Ring zu zerstören. Hä? Ich glaube nicht, das war's. Noch, da sind scheinbar alle kaputt. Ich verstehe es nicht. Warum stirbt er nicht? Leute, ganz ernte, ich mache jetzt mal Ende, schaue im Internet nach, was ich machen soll und dann komme ich wieder. Morgen Leute, und ich konnte nicht gucken, denn Internet war nicht da. Ich habe jetzt keine Lust, das anzumachen oder so. Ich gehe jetzt einfach beschissenerweise einfach mal eben für ihn durch. Und gucken nach, ob ich die Teile alle zerstört habe. Geh kaputt! Junge, ich schieß doch direkt auf dich! Danke! Ich glaube nämlich, sowas machen zu müssen. Kann ich mir so ein Teil nicht mehr nehmen? Schießt schon wieder auf das Ding drauf. Der langweiligste Bosskampf, den ich mit hatte. Denn wenn man nicht weiß, was man tun soll, oder wenn man Ideen hat, aber sie nicht verwirklichen kann, weil der Laser ja sofort den Gegner fokussiert und wo man eigentlich ja hier in den Ring kaputt schießen will, na dann geht man nach unten. Das war ziemlich schnell. Das Brechen geht ja noch ziemlich gut. Ja, geht doch. Und ich bin tot. Ja, Leute.
Wir sehen uns nächste Mal. Ich guck mal Internet anmachen, gucken, was das ist, denn ich habe keinen blassen Dunst. Ciao erstmal. So, Leute. Nächster Versuch. Und diesmal weiß ich ungefähr, wie man das machen soll. Und zwar soll man am Anfang wohl verdammt aggro sein, der am Anfang nicht gerade viel angreifen wird. Man sieht's auch, er macht nur so auf sein scheiß Schild. Aber ich treffe ihn nicht! Ey Leute, ganz ehrlich, komm, komm her. Ach ja, übrigens, ich habe mich wohl vertan, das ist der letzte Boss. Also aus irgendeinem Grund nimmt er trotzdem keinen Schaden. Schön, wenn er keinen Schaden nimmt. Ausweichen, auch nicht. Ey, Alter. Ja, so sollte ich ihn normalerweise treffen. Ja. Ich soll so lange angriff sein, bis er seine zweite Knarre geholt hat. Momentan hat er sich gerade die erste geholt. Von daher kann ich noch ein bisschen angriff sein. Ich meine, mein Leben verschwindet echt schnell langsam. Und der Turm, den kann man wohl einfach da lassen. Ja, genau, Gefahr. Und tot. Ja, das, der hat auch schon gesagt, das ist ziemlich frustrierend, weil ganz oft trifft er ein und man selber ihn nicht. Wie man unschwer erkennen konnte. Sieht man ja, dass ich ihn so gut treffe. Ey, komm Junge, willst du mich verarschen? Boom. Ja, genau, treff mich doch jedes Mal. Ignorier meine Angriffe. Ey, leck mich doch einfach, ey. Das ist echt der beschissenste Bosskampf, den ich jemals in irgendeinem Spiel hatte. Guck dich das an. Anfang nichts ausgerichtet. Fast eigentlich nahezu voll aufgeladen, macht so wenig Damage, ey. Oh, leck mich mit deinen Raketen. Guckt euch das an. Voll aufgeladen. Das ist doch nicht wert, ey. Und schon wieder zwei Raketen abgekriegt, ey. Ich will mal den VS tauschen, ey. Die Scheiße unveressen das, ey. Man musste den wirklich irgendwie auf nächster Nähe wirklich erwischen. Anders geht's nicht. Bam. In your face. Und nicht erwischt. Genau. Bam. So langsam krieg's raus. Oh ja, jetzt soll ich defensiv spielen.
warten, bis er sein eigenes Laserschwert angegriffen hat. Er wollte es auch ursachen. Ja. Ein Hoch und ein Dreh. Dann. Bam. Genau, der Laser hat mich getroffen, obwohl er mich gar nicht... Guck dir die Scheiße an! Er ist doch nie auf der mit durchgeflogen! Ey, fick dich, Spiel! Übertreib doch nicht! Da hinten ist er und der kommt wieder, richtig? Schon. Wie soll man aggressiv sein, wenn er jedes Mal sein beschissenes Schild draufklatscht? Komm her! Stirb! Lass mich einfach wegsterben. Soll er sehr aggressiv sein, aber er verschwindet ja fast immer. Jetzt hat er sich die erste geholt. Genau, fliegt weg und greift gleichzeitig an. Der seitliche Angriff gibt mehr ab. Scheiße, jetzt hat er sich die zweite geholt. Guck dir die Scheiße an! Ein Laser! Fünftel meiner Leben weg! Oh, hier ist Map-Ende. Uncool. Ich mag diesen rechten Laser nicht, der immer nach oben und unten geht. Er ist böse. Guckt euch doch mal die Ey! Wollt ihr mich verarschen, was die Scheiße da soll? Guckt euch doch da mal an! Das volle TP, bis er sein zweites beschissenes Ding gekriegt hat. Ha, außer Reichweite. Ficken. Aber er macht doch keinen Angriff. Steckt sich nur unter diesen kleinen, beschissenen Dingern, die mich mit einem Schlag jetzt noch töten. Zwei Schläge. Komm, töte mich, hat keinen Sinn mehr. Töte mich, komm. Komm, töte mich, töte mich, töte mich, hat keinen Sinn mehr. Komm, töte mich. Danke. Ey, abgeficktes Game, ey. Das ist nun wirklich beschissen. Und, ne, er will nicht fliegen, aber er schießt okay. Hallo, wo ist der? Hallo, danke. Guck dich mein Leben an, es ist doch wohl wieder eine Verarsche.
Oh Junge, willst du mich verarschen? Verpiss dich nicht immer. Ey, guck dich doch an. Der dreht sich nur um mich rum und greift mich an, ey. Und es funktioniert auch noch. Oh! Oh, fick dich doch. Fick dich. Fick dich. Guckt euch die Scheiße an. Wollt ihr mich verarschen? Geht's nur noch drauf und hau. Komm, töte mich. Töte mich. Komm, töte mich doch. Hä? Jetzt hat er noch einen Imba-Modus. Ja, schön, ne? Schön, wenn man dich angreift und du nimmst keinen Schaden und ich sterb einfach. Komm her, Junge, ich will dich töten. Komm her. Komm her. Ey, Junge. Backpfeife. 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 Ja, schön, wenn man alles auf die Fresse kriegt. Ich mach das jetzt einfach so lange, bis es funktioniert. Bis er in diesen Imba-Modus kommt beim zweiten Ding. So lange geht's noch halbwegs gut. Einfach so lange machen, bis es funktioniert. Falls es irgendwann funktioniert. Falls. Das kann ich jetzt ewig so weitermachen, Leute. Irgendwann wird es funktionieren. Ich habe auch keinen Bock, den irgendwie zu schneiden oder sowas. Wenn ihr ruhig sehen wollt, warum dieses Spiel in diesem Punkt so mega beschissen ist. Und schön zwei Raketen abbekommen. Fliegt doch nicht immer weg, ey. Das nervt. Ich will dir nur ein paar Backpfeifen geben. Benutze nur noch zwei Knöpfe. Nach vorne. Ja, okay, jetzt nicht, aber generell dann fast immer nur vorne und L1. Nach vorne, um hier hin zu fliegen und L1 gedrückt halten und danach den die Backpfeife geben. So kann ich das eigentlich fast unterbrochen machen. Komm her, Kumpel. Nein, der sollte doch die Backpfeife machen. Komm schon, bitte. Das schaffst du. Ja, endlich. Danke. Oh, dieses beschissene Spiel. Oh. Fick dich einfach. Auf jeden Fall, dass es wirklich der letzte Boss war, dann weiß ich jetzt nicht, ob nächste Mission. Deswegen mache ich erstmal Stopp und dann geht es gleich weiter für die nächste Episode bzw. das Ende. So und weiter. Genau so fühle ich mich gerade auch, Kumpel. Yay, er verliert wieder das. Ne, wieder das Bewusstsein. I'm here. Something wrong? I've been trying to call you forever. Are you alright? Yeah. Sorry if I worried you. Are you sure? Nothing out of the ordinary? No.
Der verliert jetzt gleich das Bewusstsein. Na, falls sich der das überhaupt noch hinkriegt. Ah. Jupp, der kriegt Gedächtnisverlust. Der ist Joe. Und der fliegt da immer noch darüber. Wayne, what isn't good? The harmonizer? Is something wrong? Just won't stabilize. Flap. Ah, er lebt noch. Schieß doch mal zurück, ey. Hey, er hat ihn getroffen. Kann jetzt eigentlich nur noch von Vorteil für ihn sein. Haha. To the attachment for the harmonizer. Yuri left us a lot of valuable data tied to his global warming research. With Rick's help, I analyzed the data and found out what Yuri was trying to accomplish. Engaging PDA. What's going on? Choo! Starting to see Yuri's dream.
Ich war auch gestorben. Oder auch nicht. Gedächtnis mal wieder verloren. Schon zum zweiten Mal. Kommt bestimmt gut fürs Guinness Buch der Rekorde. Los. Kann ich das irgendwie skippen? Jo, hab ich gerade getan. Jo, das war's dann, Leute. Projekt beendet. Ciao.